hüftbreit geöffnet, sodass ein Fuß locker zwischen deinen Füßen passt. Und einatmend hebe den rechten Arm, ziehe dich lang und ausatmend dehne dich nach links. Einatmen zur Mitte und aus. Achte darauf, dass die Hüfte in der Mitte bleibt. Die Schulter kommt ein Stück zurück. Einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen, den rechten Arm absenken, einatmen, den linken Arm heben, auch hier kommt die Schulter zurück und ausatmen, dehne dich nach rechts. Ein, zur Mitte und aus. Einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen, den linken Arm absenken. Einatmen, beide Arme heben, der rechte Daumen fasst den linken, schaue nach oben. Ausatmen, ziehe dich mit geradem Rücken nach vorne. Hast du Probleme mit dem Lendenwirbelbereich, kannst du auch hier die Knie anwinkeln. Und ausatmen, mach dich ganz rund, Kopf hängen lassen, Schultern locker lassen und ein mit rundem Rücken, komme wieder hoch. Die Arme seitlich heben. Der rechte Daumen fasst den linken und aus. Mit geradem Rücken ziehst du dich wieder nach vorn. Und rund werden lassen. Lass den Körper hängen und einatmen. Mit rundem Rücken wieder hochkommen. Einatmen, heben. Und ausatmen, nach vorn. Rund werden, Kopf hängen lassen, Schultern locker lassen und ein mit rundem Rücken hochkommen. Die Arme hüftbreit öffnen. Und ausatmen, absenken, spüre nach. Nichts wollen, nichts sollen, einfach nur sein. Nun komme behutsam in die Hocke hinein. Tiefes Atmen in deinem Bauch, der Rücken ist lang gezogen, der Nacken ist die Verlängerung von der Wirbelsäule. Spüre hier deine ureigenste Kraft, die alles schafft. Atme tief in deinem Bauch ein und aus. Meine lieben Yoginis, meine lieben Yogis, ich freue mich, wenn wir uns all bald wieder bei Jan wiedersehen und gemeinsam Yoga üben können. Bleibt gesund, seid achtsam und liebevoll mit euch. Namaste, eure Manuela.